Moin zu einer neuen Folge aus der Corner. Wir sind im wunderbaren Koblenz. Ich bin das erste Mal in Koblenz. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schick ist. Aber mein Gast und ich, wir haben uns auf der Mitte getroffen, ja. Und es ist niemand Geringeres als Daniel Slump, Alter. Ach, Henke, freut mich sehr, mein Bruder, dass du mich hier eingeladen hast. Normalerweise habe ich schon nie in einem Podcast oder so geredet. Deswegen auch an die Zuschauer. Hoffentlich akzeptiert ihr mich und so. Ach, Quatsch, passt das ey, ja natürlich, alles. Natürlich, ja. Klar. Seid mir nicht sauer, wenn ich mich da ein paar Mal verspreche oder so. Ist ja das erste Mal. Das juckt überhaupt nicht. Also, wir machen hier immer relativ lockeres so Live-Interview, Karriere-Interview, was du so bisher gemacht hast, wo du herkommst, was du machst, wo du hingehst. Das ist allumfassend und vielleicht auch so Themen, die dich interessieren, da, falls du das Format noch nicht gesehen hast. Doch, ich habe schon ein paar Mal reingeguckt. Ich habe, glaube ich, die Folge mit Kevin geschaut gehabt, mit Papa Platte. Aber noch vor, war das die Vorfunkfolge? Das war jetzt, eine mit also, Edeltalk. Das war ja, nee, Edeltalk nicht, sondern die jetzt, also ich glaube, es war die aktuellste so mäßig, die jetzt diese zuletzt hochgeladen hattest. Also jetzt nicht ja, als neues, sondern ist, also die war noch Vorfunk. Ja, okay, okay. Die war gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir das ja so ein bisschen. Ich gucke ja immer, wohin ich gehe. Ich weiß, der Henke ist ein guter, aber trotzdem kann ich schon mal so ein bisschen, wohin ich hingehe. Wir haben uns tatsächlich schon immer häufiger gesehen. Ich glaube, tatsächlich kennen tun wir uns durch Twitter. Ja. Oder? Ja. Durch Twitter-Grind. Doch, Twitter war das. Dieses so gegenseitig kommentieren. Ah, der ist korrekt, ah, der ist korrekt. Und dann, dann das erste Mal haben wir uns, glaube ich, bei Ed Broski im Experian gesehen. Stimmt, ich wollte sogar Gamescom sagen, aber du hast recht. Ed Broski, ja. Ja, da, ja, ich kann dir aber bei Gott nicht sagen, wann das war. Ich glaube, letztes Jahr im November plus minus. Echt? Ist das so? Ja, also jetzt nicht 2022, ich glaube, sondern 21 war das. 21? Das müsste ja 2 Jahre schon her sein. Theoretisch, nee, 22 war es, wir haben ja schon 24, krass. Ja, doch, ja. Es war 22. Dann war es 22, boah, krank. Fast, also ein bisschen über ein Jahr. Ja, können uns schon gut erinnern. Aber Imagine ist auch hart, ne? Ja, also das kommt einem nicht so vor, weil wir uns halt auch nicht so oft sehen. So nee, weißt, eben. Also sonst sehen wir uns jetzt, seitdem sehen wir uns immer häufiger so zwischendurch, aber immer zufällig. Ja, durch so Events halt auch, muss man sagen. Ja, ne? Ja, so nie Gamescom geplant. Und so ein Kram. Du kommst eigentlich ursprünglich aus der, weiß man das? Frankfurter Ecke? Ja, aus der Frankfurter Ecke einfach. Und Frankfurt? Aber auch immer da aufgewachsen. Ja, also ich bin komplett da groß geworden. Also ich sag immer, also die aus Frankfurt können, ich sag halt immer Gießen, ne? Mhm. Aber jetzt sage ich halt einfach mal ein bisschen seriös zu bleiben, Frankfurter Ecke so. Da bin ich groß geworden und bin da auch immer noch so. Aber auch hier geboren, ne? Ja, wo sind deine Roots nochmal? Was war das? Ich bin Aramäer, also meine Eltern kommen aus der Türkei. Aber ist es christlich? Ich bin christlich, ja. Also Aramäer sind Christen, syrisch-orthodox, um genauer zu sein. Und ich kann auch zum Beispiel, das fragen sich auch voll viele, warum ich so aussehe, so wie ein Ausländer und Daniel heiße. Und Daniel heiße und halt auch so türkisch, aramäisch und so sprechen kann. Da gucken die, also da sind dann halt immer so welche her, so weißt du aber. Aber inwiefern ist aramäisch anders als türkisch? Also gut, also komplett so von der Herkunft, sag ich jetzt mal. So, wie soll ich sagen, da wo wir halt wohnen so mäßig, also unsere Wurzeln sind, ist halt in der Türkei sogar, in Mardin, um genau zu sein. Ja. Und aber das ist so Geschichte, da bin ich selber nicht mal so affin drin. Okay, check it. Aber halt von der Sprache und so ist da auf jeden Fall so viel, auch von der Religion an sich und von der Aber Geschichte. Ähnelt sich quasi gar nichts dem Türkischen. Boah, ich sag dir ehrlich, so doch, zum Beispiel so Essen und so normal. Doch. Okay, ja, nur, klar. Dass wir es halt anders nennen als die, so weißt du. Und meine Mutter ist ja sogar, also ist ja auch Türkin so. Okay. Das ist halt so, weißt du, deswegen bin ich so, also Mischung so. Und meine Eltern sind da auch groß geworden, also in der Türkei. Mhm. Deswegen ist ja auch alles mitgekommen, die Kultur und so. Ach, krass. Bist du häufiger noch da gewesen? Ich war tatsächlich oft da. Ich war sogar in den Dörfern, wo mein Vater groß geworden ist. Ja. So wirklich so in der Wüste am Arsch der Welt. Habt ihr noch Familie da und so? Also ja, also in der Türkei ja, aber jetzt da in dem Dorf oder so gar nicht mehr. Also das ist ja auch komplett, da musst du dir vorstellen, da leben vielleicht 20 Leute oder so. Ja, so, also ja, so, das ist so wirklich Dorf. So mitten im Nirgendwo Steinhäuser und so, wirklich. Ach, ja, ja. Und ja, das ist so. Da bin ich jetzt so, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal wieder gewesen. Mhm. Und sonst bin ich, also ich war immer jedes Jahr da, aber jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so, weil ich bin ja immer unterwegs so mit Social Media Kram und so. Ja, bei dir ist ja, ich sag mal, ordentlich vorwärts gegangen. Du hast mit TikTok, glaube ich, angefangen, oder? Ja, mit TikTok komplett. Ich hatte, kennst du überhaupt die Story? Guck mal, das ist ja der Punkt. Ich recherchiere ja jeden Gast nach, so, den ich habe. So, bei manchen kann ich es aber auch einfach gar nicht, weil wirklich nicht so viel drinsteht. Ja, bei dir war es bisher Herz, weil über dich nichts steht. Ja, da kickt auch erstens die Irrelevanz und zweitens, ich habe noch nie bei so einem Podcast oder so mitgemacht, weil, keine Ahnung, ich wollte nie mal so über mich labern, das ist keine Ahnung, aber ich finde das eigentlich immer ganz geil. Ich finde es auch immer ganz spannend, wo die Leute herkommen. Der Podcast ist ja daraus entstanden, dass man immer so auf Events so die Leute trifft, man quatscht so, keine Ahnung, höchstens mal eine Viertelstunde und dann geht jeder wieder so jeder seines Weges, weißt du? Ja, normal. Und dass man sich einfach mal so eine Stunde hinsetzt und quatscht, finde ich eigentlich immer interessant. Ja, auf jeden Fall, das Schleiner dann auch mehr über dich kennen und so, weißt du? Das ist ja auch cool.
Liest mich auch ein bisschen. Das machen wir nach. Das machen wir, wenn der Podcast durch ist. ja, also das allererste Video, und das ist jetzt sogar so eine Story, wo ich sage, also man kann es Schicksal nennen, man kann es von Gott gegeben nennen. Ja. Also ich sage eher von Gott gegeben, weil du musst dir vorstellen, ich habe da zu der Zeit bei Edeka gearbeitet, an der Kasse, komplett abgefuckt gewesen. Okay. Dieses 5 Uhr aufstehen, dann Obst einräumen, aber hässige Chefs und so. Hast du da schon studiert? Da habe ich studiert gehabt, aber nee, ich hatte ja zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert. Ja. Das habe ich dann abgebrochen, weil das war komplett Katastrophe. Mhm. Und da habe ich dann in der Zeit gearbeitet, bis so das nächste Studium losgeht. Ah, okay, so. Quasi so zwischen genau, Beschäftigung. Genau. Da ja. Hab ich habe eigentlich immer gejobbt, so seit ich 14 bin. Und bei Edeka war es halt so, nervige Chefin etc. Es war dann halt mal eines Tages so. Grüße. Ja, also wirklich gar keine Grüße, aber auch mit der direkt nach 3 Monaten gekündigt, da hatte ich gar keinen Bock drauf. ja, also das war eine Story, das ist, also man könnte jetzt denken, ich bin, also es ist verrückt so. Es war halt so, meine Kollegen und ich aus der Schulzeit noch, mhm. Waren halt immer so, wir sind immer Subway gegangen, wir hatten übertrieben Bock auf so Essen und so. Ja, yeah. So. Es gibt natürlich auch andere wunderbare Fastfood-Ketten. Ja, McDonald's, genau, Burger alles King, mögliche. Nordsee. was gibt's was noch? Was gibt's noch? Es gibt KFC, gibt's auch noch. Es gibt alles Mögliche. ja, da waren wir halt, da sind wir halt hingegangen und das war also immer so mäßig. Und dann kam halt so an einem Dienstagabend oder so eine random Nachricht: Ey, Jungs, habt ihr Bock? Lass mal gehen. Ich so, ja, okay, komm. Das, da so bei mir in der Stadt, das ist ja so unscheinbar, weißt du? Ja. Wir sind oben, wir sind gerade so am Essen. Auf einmal guckt mein Kollege aus dem Fenster auf dem Parkplatz. Wer steht denn da? Und das ist jetzt natürlich ein Name, also hinter dem stehe ich auch komplett null und so. Das ist halt einfach nur ein Meme gewesen, weißt yeah. du? Young Alpha, kennst du noch? Jo Olli, Young Alpha? Ach du Scheiße. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ja, also brauchen wir nicht näher drauf eingehen, wissen wir beide. Nein, auf gar keinen Fall. Genau, wissen auf auch die Zuschauer. So. Auf gar keinen Fall. Also so. Und da hat mein Kollege gesagt, ey, der ist da unten. Also wie? Und ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich war, da lag noch mein Sandwich, lag da so, ich muss noch eigentlich essen und so. Ja. Yeah. Hingelegt, nach unten gegangen, Handy ausgepackt. Oh nein. Und ein Video mit dem so auf Lachkick gemacht, den so verarscht so mäßig. Was heißt verarscht so mäßig? Es war halt mäßig so, yo, was ist denn dein nächster Song und so auf den, weißt du so. Ehrlich jetzt? Genau, so einfach so, ja. Und boah, hätte ich nie gemacht. Ja, ich hab's nie gemacht. Also Gott sei Dank habe ich es gemacht. Yeah. So, ich habe es dann so gemacht und dann am selben Abend habe ich mir so meinen TikTok-Account erstellt, wo ich ja auch danach die Videos hochgeladen habe. 23 Uhr, ich lade das so hoch, komm, auf witzig, Jupp, einfach. Ja, einfach so mal Algorithmus. Ja, genau. Wann, mal so. Wann war das circa? Wie lange ist das her? Das war 21, ich glaube so, das war der 7.7.2020. Digga, weißt du das doch so genau? Ich weiß das Datum 1:1 genau. Ich weiß es ganz genau. Das war, da habe ich das Video hochgeladen gehabt, so 23 Uhr, hochgeladen, Handy weggelegt, Wecker auf 5 Uhr, abgefuckt, hingelegt, schlafen. Yeah. So. Nächster Tag, ich gucke so auf mein Handy, so 1000 Aufrufe, okay, cool, so, ne? Mhm. Geh so zur Arbeit, leg mein Handy in Spind, arbeite so Edeka, räum so Obst ein. Mach dein Ding. Beleidige ja. meine Chefin innerlich und so, so ein Ding halt. So. Ja, scheiße. Ja. dann Arbeit vorbei, ich hol mein Handy aus dem Spind, ich gucke auf einmal mein Handy. WhatsApp, ich auf einmal Nachrichten voll, Instagram, TikTok, was geht denn jetzt ab? Yeah. Ich sehe so, mein Video hat so 50.000, 60.000 Aufrufe. Ich so, hä? Ich war so komplett baff, alle schreiben mir so, Daniel, du bist viral gegangen und so. So und also ich dann so, ja, krass und so. Und dann auf einmal sehe ich so Meme-Pages, kennst du so Hiroshima, verstrahlter Junge? Ja, ja, klar. So Meme-Pages. Und da ist es alles hochgegangen. Genau, irgendwie. Da haben dann so Meme-Pages das so gepostet und ich war dann so, Alter, was geht denn jetzt ab? Das Video 200, 300, 400.000 Aufrufe und dann dachte ich mir, ey, Alter, krass. Mhm. Dachte ich mir so, weißt du was? Mach einmal weiter. Hab ja. dann so 2 Wochen später wieder ein Video hochgeladen, wieder viral gegangen. Einfach so ein Meme. Einfach ein Meme aus der Situation nochmal gemacht. Das war auch nochmal eine andere auf, Zeit von diesem TikTok-Algorithmus. Fall, auf ja? jeden Fall, weil das ging dann auch viral. Ich dachte ja. mir so, Alter, ist ja free. Mach weiter. Ja. Hab dann nochmal so einfach Videos hochgeladen. Jedes Mal, wenn es viral ging, dachte ich mir, Alter, geil. Cooles dann, Gefühl so. Ist dann einfach so vorwärts gegangen. Ja, genau. Und dann habe ich, so weitergemacht. Und dann habe ich das allererste virale Video von mir. Ja. War ein Real Talk. Ich hab, da war ein Mädchen, das hat so geheult über die Schulzeit und so. Ey, das ist so schwer und so. Und ich war yeah. da noch in meinem Vivi-Studiengang, weißt du? Ja. Yeah. Komplett auch gekotzt und so. Die war da so am Heulen. Ich hab da so einfach so einen Stitch drauf gemacht, sag ich jetzt mal. Und gesagt, hier, wegen Schulzeit und so, braucht euch, also macht euch gar keinen Kopf und so. So diese motivierende Sache, yeah. so auf denen so mäßig. Ja. Yeah. Ich lad's hoch, leg mein Handy hin, zock so mit meinen Jungs ein bisschen, weißt du, so ein yeah. bisschen an der Konsole. Guck so auf mein Handy. Alter, 200.000 Likes, so nach 3 Stunden oder wieder so. Wieder viral gegangen. Ich so, was geht denn hier ab? Ich so zu den, ich so, Jungs. Ich so, 2 Millionen Aufrufe hatte das dann. Und dann habe ich wieder einen Real Talk hochgeladen zu so einer TikTokerin, die halt so nicht so coole Sachen gemacht hat. Ja. Hab dann so meinen Senf dazu gegeben einfach.
lad hoch, leg Handy, 1 Million Aufrufe. Ich so, hä, was geht denn jetzt ab? Und basierend darauf hast du dann quasi alles so aufgebaut. Ja, dann hab ich auf einmal Real Talks so gemacht und so, auch gesellschaftskritische Sachen so, weißt du? Ja. Auch so über Personen so, auch über andere TikToker, wo man so gesagt hat, ey, was ist denn das für ein Kram, weißt du? Was soll denn das? Genau, macht man genau, nicht. Genau. Dann hat einfach mein Senf dazu gegeben. Dann habe ich irgendwann so angefangen, komm, geh nochmal einen Schritt weiter, geh nochmal mehr in die Materie. Formate, Sketch-Formate, die so mit einem mit so einer Pointe, die halt so satirisch, gesellschaftskritisch, zum Beispiel so ein Sketch gemacht, dass zum Beispiel so Steuerhinterziehung viel krasser so bestraft wird als andere schwere Sachen. Weißt du, was ich meine? Genau sowas. Ja. Das ist ja so ein klassisches, gängiges Thema. Ja, was ist auch ein heiß diskutiertes Thema, genau, ne? Was sowieso viel abfacken, so. Genau. Verhältnismäßigkeit in der Justiz angeht. Genau, und sowas. Ja, genau. Check ich. Ist ja so ein Thema, sag ich jetzt mal. Und da habe ich dann halt einfach so ein Sketch draus gemacht. So eine also ich selber immer mich so gefilmt, ey, da, Person A, Person B. Ja. Und dann am Ende so eine Pointe, die auf satirischer Ebene basiert und hat die Leute dann auch gecatcht. Habe ich dann auch weiter durchgezogen. Und dann kam aber das Format, was mich auf TikTok, sag ich jetzt mal, da hat es dann geknallt komplett. Und was war's? Das war ein Tag im Leben von. Das war so ein Format, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, ich weiß, wie ich das angefangen habe. Mhm. Ein Tag im Leben von der FDP. Ja. Da jedes Mal das Video gleich aufgebaut, Handy hingestellt, aufgestanden, Intro, ein Tag im Leben von der AfD. Oder FDP oder so. Oder ja. Ach Mann, diese Mann. Habe ich aber auch gemacht gehabt und auch ne, durch den Kakao gezogen. So. Ja, klar. Muss man auch, ne? So habe das dann so mäßig gemacht. Und 4 Millionen Aufrufe. War dann so. Pass auf, ich habe einen TikTok von dir gesehen. Das war irgendwie so über Alice Weidel oder sowas. Ja, ja, wo ja. Und ja, einer ja. Das so repostet genau, hat. Genau, genau. Mit ja, diesem Karamba Habibi und Habibi so. Habibi oder Habibi hat er dann. Ja, das war der. Ja, genau. Das war sogar vor kurzem. Ja, das Video ging auch viral tatsächlich. Das ist nicht lange her. Ja, das ja, habe ich. Ja. Das war jetzt letzten, keine Ahnung, vor höchstens 3 Monaten gewesen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Das war jetzt erst so vor kurzem, erst so vor 2 Monaten sogar. Erst so, ja. Ja. Dann das Format durchgezogen. Das war so ein Ding. Hab das dann so mit jeder Partei gemacht. So halt immer auf satirischer Ebene, weißt du? Weil ich habe gemerkt, das catcht die Leute. Das war schon so ein Ding. Ich habe das Video aufgenommen, hochgeladen, wird safe ein Banger. So, ja. Von Aufrufen wird safe ein Banger. Ja. Das war halt so ein geiles Gefühl und das habe ich dann durchgezogen mit, keine Ahnung, ein Tag im Leben von Bayern-Fans, ein Tag im Leben von Leuten, ja, die... Du kannst das ja auf so viele, ich sag mal, Personengruppen quasi dann drauflegen. Genau, da habe ich auch angefangen so mit ein Tag im Leben von zum Beispiel Eli Geller. So, ja. So Sachen, ein Tag im Leben von Montana Black. Dann kannst du das Spektrum war ja unendlich groß, so, weißt aber du? Aber das ist ja auch interessant. Dann ist es irgendwann, bist du so groß gegangen auf TikTok, warst immer mehr so unterwegs. Ja. Wer war dein erster so Kontaktpunkt in diesem ganzen Social Media Game? Boah, das weil ist glaub, jetzt ein Call. Als wir uns kennengelernt haben, warst du viel mit so mit hier Sid und ja, Video ja, und so unterwegs. Ja, tatsächlich. Also der erste so Kontakt, wo ich sage, ey, so krass, war tatsächlich sogar, muss ich sagen, so Rohat tatsächlich, ja. Okay, krass. Ich habe Rohat damals auf Insta geschrieben, da hatte der 20, 30k oder so, hab gesagt, ey Bro, ich feiere das, was du machst. Ja. Einmal mal so Hack gegeben, einmal mal so ein bisschen ja. So, ne? Also auch, ey, küsst dein Herz und so, dieses so auf korrekt, ne? Mhm. Und dann, da hat er auch so 10.000, 15.000 Follower oder so. Und ja, dann war das ja irgendwann so, du kennst ja Spaces. Du musst dir ja vorstellen, ich kenne nur durch Spaces alles. Shoutouts an Bilal, ne? Ey, aber kennen wir uns auch durch die Spaces? Da haben wir uns auch näher kennengelernt. Hey. Wahrscheinlich, ne? Ja, und das ist, also Henke, du denkst, das ist komplett, also es ist so, also ich bleib bis heute dabei, es ist eine Gott, von Gott gegebene Story, meine ganze Social-Media-Ding. Ja, weil du musst dir ja vorstellen, ich habe ja einen TikTok mal gegen Monte gemacht, so aus Spaß, so dieses, wie kann man dem donaten, so dieses, aber auf Lachkick, so dieses so ja. Mit Humor nehmend, ne? Ja. Hat er drauf reagiert, zum Beispiel auch auf diese Eintagung von Eli, hat auch Eli drauf reagiert, ich war da auch so voll happy und so, war dann auch nochmal so ein different exposure, wenn man es so nennen kann, weißt mhm. du? Und ich habe das TikTok damals, wo ich mit Twitter angefangen habe, ist das voll abgegangen, so die Leute kannten mich da und so ein bisschen. Und dann habe ich so das TikTok da gepostet, ne? Ja. So aus Lachkick. Auf einmal schreibt mir Bilal, yo, was ist denn mit dir, was ist denn da mit dir und Marcel? Ich so, wen meinst du? Er sagt so, ja, Monte. Ich so, wundervoll das Thema ja, raus, ja. Ich dann so, er dann so, ja, dies und das, bla bla. Ich so, ja, woher kennst du ihn? Er so, ja, wir sind schon enger gut und so, dies und das. Dann auf einmal, Bilal und ich waren halt gut so mäßig. Ja. Ne? Also auch Shoutouts an Bilal, habe ich auch auf jeden Fall viel zu verdanken, safe. Der olle Bilal. Der olle Bilal, dass ich das mal sage öffentlich, Alter. Der wird sich da schon richtig freuen. Es ist so geil, weil, also man muss sagen, es gibt auch Twitter... Die jetzt nicht zu krass im Game drin, ne? Twitter jetzt Ex, aber wir sagen immer noch Twitter. Safe. Gibt's halt so, kann man das Sift-Twitter eigentlich nennen? Ja, ist das Sift-Twitter? Lass es einfach mal so nennen. Aber es gibt halt so krasse Insider-Gestalten, die es schon rausstechen. Ja. Dazu gehören ein Sech, Bilal, Muff. Muff. Volker Buxer, Hut und so solche Leute. Genau, genau. Und
ich war viel auf Twitter unterwegs, du warst auch viel auf Twitter unterwegs. Safe. Und da hat sich mittlerweile dann so eine Dynamik draus gebildet, dass zeitweise richtig das Ding war, dass wir in so Spaces gechillt haben. Genau. Wer sich an Clubhouse erinnert, genau. Das ist, sind quasi so, so Talkräume einfach auf Social Media gewesen. So, wo du dann einfach nur reingegangen bist, da hast du mit deinem Handy-Mikrofon hast du einfach nur gequasselt. Genau. Und andere Leute konnten dann quasi von außen zuhören. Es wurden dann riesige, riesige Spaces teilweise, wo so tausende Leute zugehört haben. Das ist so ausgeartet irgendwann, ne? Das war komplett. Zu krass. Und es war zeitweise, ich weiß noch, das war Gamescom 2022, so jeden Abend gefühlt. Ja. Also du musst dir ja vorstellen, es war ja wirklich so, dass dann Bila so ein Space aufgemacht hat, ich bin rein mit noch so anderen, so zum Beispiel auch Crowy und so, weißt du, die kamen da ja auch frisch und so. Auch ja, noch, genau. Ja. Hat Bila mich hochgenommen, wir haben halt gequatscht einfach, weißt du. Es war halt so, ja komm, warum nicht. Ja. Auf einmal, Bila kannte ja auch schon Rohat, seitdem er 10 Zuschauer hatte und so. So ja, Leute. Ich hatte genau. Rohat auch schon ein bisschen vorher durch, weil er ja viel auch bei Sascha und so genau, unterwegs war. Genau, genau. Und da kam es dann halt dazu, dass dann auf einmal auch Rohat reinkam. Ja. Und Rohat kannte ich ja eh schon, wir hatten auch mal so zusammen gestreamt gehabt, so Fortnite gezockt und so. Mhm. Hat mir auch auf jeden Fall viel geholfen von Anfang an, da bin ich ihm auch auf jeden Fall tausendmal dankbar, das weiß er selber. Haben dann viel gequatscht und dann war es halt irgendwann so, dann steht da halt einfach im Space, Get on my level, Montana Black ist dabei getreten, ne? Oh, und nein. Du denkst dir so, Alter, nee. Ja, aber das war dann so ein, yo, das war nicht so ernst gemeint. Also, ja, Digga, alles gut. Ja, Digga, du weißt doch so auf den. Ja, der ist da. Du weißt ja, wie er ist. So manchmal der ist er eigentlich so, nicht so. Er ist ja so entspannt, so auch im Nachhinein betrachtet immer, weißt du. Ja, und dann hat man sich halt immer näher kennengelernt. So kam ja auch der Kontakt zum Beispiel mit Monte, so, weißt du? Ja. Genau, und war auch irgendwann mal diese NFT-Zeit, so diese dann Drama und hier und da. Und da haben wir ja jeden Abend gelabert und was weiß ich. Ihr müsst stimmt, euch ja, aber das war auch zu der Zeit so genau, Thema. Ja, genau. Ja. Auch an die Zuschauer, das ging ja, also ich weiß nicht, welche, ich spreche mal in die Kamera rein, das waren ja Spaces. Da, also deine ist die, in die du die direkt da? Reinquatschen kannst. Ja. Spaces, die gingen bis 6 Uhr morgens oder so. Ja, also ja, das teilweise war das, war, ich bin immer relativ früh schon, glaube ich, gezeckt. Ja, das waren aber bodenlose so, aber Bila Spaces hat manchmal. Ja ewig Zeit, aber keine das war, Ahnung. Hat schon sehr, sehr viel Bock gemacht und genau, dann war Monte drin, dann kam Sydney rein. Und ich hatte ja mit Sydney nichts zu tun davor. Und da kam dann so der erste Kontakt auch zum Beispiel mit Sid und so. Also auch dann die ganzen anderen Jungs. Und ja, eigentlich nur durch, also tatsächlich durch Spaces kam dann so diese Connection, die ich komplett hatte, so mit jedem und so. Aber wo kam dann quasi für dich die Idee her zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf Twitch und probiere auf Twitch so ein bisschen aus? Oh, krasse, krasse Frage tatsächlich. Ich muss dir sogar ehrlich sagen, das hat damals angefangen, ich habe ja das Format durchgezogen und dann habe ich das mal, hatte so eine Kooperation und die Kooperation hat halt geldtechnisch so reingeknallt, dass ich dann halt so bei Rewe gesagt habe, hier, egal, ja. Haut da rein, bleibt gesund. Ja, ja, ja. So. Also hast du quasi angefangen, so während, ich meine, studieren tust du ja immer noch? Ja, ich studiere immer noch Social Media Systems. Echt jetzt? Ja. Aber worum geht's da? So über zum Beispiel Content und Kampagnen, ach, Social Media in der Unternehmensstrategie. Das ist ein Studiengang geworden. Ich habe auch Fotografie ein Modul gehabt und so, Blende, alles, hier, ISO. Hier, Blende 8, ja. Bin komplett da. Convex, Concave, so Convex, alles, ja, so. Ja, genau. Krass, ich wusste, dass Social Media jetzt als Studiengang so, dass es sowas gibt. Wird aber umbenannt tatsächlich, so in Digital Media, glaube ich jetzt. Ist auch besser. Na, safe. Ist also, auch besser. Weil irgendwie, ich glaube, wenn du so sagst, ich studiere Social Media, ich weiß nicht, ob das jeder so wir ernst hatten eine kann. Abgabe, die ging 6 Wochen, wir mussten pro Woche 5 Tweets machen. Wusstest du das? Das war eine, Aufgabe gewesen? Das war, soll ich dir mal einen Tweet zeigen? Ja, ich hab ja noch, warte mal, wo ist mein Handy hier? Wo hab ich mein Handy hingelegt? Das ist obwohl, ja das ist, oh, scheiße. Ach, ist runtergefallen? Ist Schnee gedroppt. Passt. Ja, sehr wasserdicht, alles gut. Und zwar, also ich hatte zum Beispiel das Thema Musik und so, ne? Ja. Du kannst dir ja mal das so ein bisschen durchlesen hier. Wie soll ich aber hat sagen? Jeder dann quasi seinen eigenen Social-Account zu verwenden? Ja, genau, jeder hatte seinen Account und die Profs haben das alles durchgelesen und bewertet. Und so musste ich das dann schreiben. Du musst dir ja vorstellen, die Profs haben ja keine Ahnung, wie auf Twitter was viral geht. Du musst es ja komplett so komisch schreiben, weißt du? Gerade ist Rolling Loud Season. Ich muss sagen, dass Portugal und München ein gutes Line-Up haben. Der beste Performer von allen ist so bleibt aber Playboy Carti. Es gibt niemanden, der live so krass abgeht wie er. Und das ist dann die... Das war die Abgabe. 5-mal jeden Tag die Woche ein Tweet und so auf Formalien achten. Ist ja bescheuert. Aber was für Formalien denn? Ja, also... Absatz, Hashtags, Rechtschreibung, Grammatik, alles mögliche, was eigentlich auf Twitter keiner macht. Was ich mich frage bei dem ganzen Thema, ja. Deswegen ich diese Social Media Studiengänge eigentlich immer so ein bisschen kritisch gesehen habe bisher, aber ich lasse mich da ja auch gerne was Besseres belehren. Wer sind die Experten dafür? Also wer, also die Dozenten? Was? Nee, für mich sind die Dozenten alles andere als Prof. Also ja, das, eben, also, das frage ich mich halt. Weil, weißt guck du? Mal, wenn der zum Beispiel der Dozent dir sagen will oder der Prof dir sagen will, ey, Leute auf Instagram mit einer Million
kriegen für einen Postbeitrag Werbung, Postbeitrag 15.000, dann sag ich dem, habe ich dem auch straight gesagt, das nein, das stimmt, das ist Bullshit, das stimmt ja, nicht. Ja. So, du kannst und dann, ja richtig einschulen. Ja, genau, aber das Ding ist, ich mach das, ich hänge das in der, also in der Uni gar nicht an die große Glocke oder nee, so, dass das Social Media machen. Ja. Null Komma gar. Also ich habe das aber mal. Weiß man das? Wissen das da Dozenten und so? Dozenten auch nicht. Also ich, wirklich auch nur so ein paar, also Kommilitonen so, ja. So mit denen ich halt gut bin, so weißt du, die kriegen das ja im Endeffekt eh raus. Natürlich, so, ne? Klar. Aber ihm dann zum Beispiel, er sagt dann so, was ist denn deine Quelle? Und dann sage ich, die Quelle zeige ich ihm nach dem Unterricht. Und dann bin ich halt zu ihm gegangen, habe ihm so mein Instagram gezeigt. Ich so, ja, ich mache das so ein bisschen, ne? Ja. Ernster so und kenne mich da halt ein bisschen aus geil, mit den Preisen. Wie geil, so. Dass er sich so raus ist und sich so hinstellt und sagt so, ja. Ja, und ich so. Habe dem auch straight gesagt, ich so, aber bitte gar nicht irgendwie weitererzählen oder so. Ja. Digga, mir ist gerade richtig rübergeriedet, oder? Ich, ja, ich habe mir erzählt, gar nicht so weitererzählen, weil ich finde das gar nicht cool, so das an die große Glocke zu hängen, so, weißt du, das ist keine Ahnung, deswegen, ja. Ach, geil, aber spannend. Ja. Aber das dazu, aber um mal den Rahmenbogen wieder zurückzuziehen, yeah. Hab bei einer Kooperation halt ein bisschen was bekommen, hab dann aufgehört damit, mit Arbeiten so nebenbei, weil ich gemerkt habe, ey, Social Media, das wird was, weißt du? Leute haben eh schon gesagt, ey, Daniel, fang doch an zu streamen, wir feiern das, was du machst und so. Ich war auf TikTok immer früher live, so vor 20 Zuschauern immer so gelabert ein bisschen. Dann dachte ich mir irgendwann, ey, weißt du was, nimm das Zepter in die Hand, hol dir ein Setup. Muss ja kein professionelles sein an alle, die da draußen nee. Anfangen wollen zu streamen. Packt euch da eine Kamera hin, ein chilliges Mikrofon und gut ist, brauchst auch keine 3 Monitore oder so. Nee, eben. Also 2 reichen. Ich habe 3, weil bei mir läuft Spaß. Nee, aber ich hab 3 Bildschirme gehabt, weil durch Design-Sachen und so habe ich sowieso mich einfach dran gewöhnt, mit mehreren Bildschirmen zu arbeiten. Ja, natürlich, das ist auch viel entspannter für dich in deiner Arbeit. Ist, ab 3 ist dann aber auch für mich die Grenze. Mehr darf es dann auch nicht sein. Ja, logisch. Weil sonst, du gewöhnst dich halt dran und dann geht nur noch drüber. Wenn nicht, du dann so, ja, nicht so wie bei Monte, Digga, da kannst du gefühlt Fußball VAR hinpacken, Digga. Ja, würde ich da Krise kriegen, voll, das ist mir schon wieder zu viel. Deswegen, 3 Bildschirme ist so der Sweet Spot für mich. Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich irgendwann einfach einen Stream angehauen. FIFA gezockt, ein bisschen mit den Leuten. Aber es war dann anfangs doch relativ entspannt, ne? Es war noch nicht so viel. Weil wenn ich jetzt gucke, Digga, ich habe mich gewundert, was ist jetzt bei dir los, Alter? Ja, darauf können wir ja noch eingehen. Ja, das, eben, da kommen wir auch noch hin. Rein, aber das ist dann ja mittlerweile auch ganz gut geknackt so. Und ist jetzt hauptsächlich, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, als was würdest du dich labeln? Bist du Streamer? Ich habe es tatsächlich geschafft, vom TikToker so mäßig, würde ich jetzt persönlich sagen, so zum Streamer, YouTuber so mäßig, ja. Und da habe ich mit den World at Wohnzimmer-Jungs drüber gequatscht, weil du hast da sau viele TikToker, die jetzt in dieser Halbzeit von TikTok sau groß geworden sind, aber ich sag mal, vom Algorithmus nicht mehr so belohnt werden. Genau. Du hast Millionen Kanäle, riesig groß, aber die werfen halt alle nichts mehr ab. Deswegen, du hast halt die ganzen TikToker gesehen, das ist nämlich der Trugschluss. Du siehst die ganzen TikToker, riesengroße Kanäle gehabt, aber die haben in ihren ersten 1-2 Jahren da hast du einen Scheißdreck verdient. Ja, du konntest dir am Ende des Monats ein Happy Meal holen. So. Ehrlich. Du hast jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, jetzt ein neues Beta-Programm da. Ja, ja, genau. Neues, das belohnt nochmal ein bisschen mehr, aber auch Kopfschmerzen. Ja, aber Kopfschmerzen. Ist auch Kopfschmerzerei? Du musst halt Videos über eine Minute, wir sind auf TikTok weg. Also nicht viele haben so einen Kanal, wo dann halt auch der Algorithmus für eine Minute reicht. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. So. Und das Ding ist halt, TikTok war für mich nie was Langfristiges. Nee. Das merkst du einfach jedes Mal, weil das halt einfach zu willkürlich ist. Mal wird ein Video gesperrt, ein Konto wird gesperrt, ein Video geht auf einmal nur 20 Aufrufe, so Sachen, weißt du? Dann dachte ich mir, ey, du musst auch mal so langfristig denken, das Ganze macht dir einfach Spaß und du merkst einfach, du bist dafür bestimmt. Und da ist halt das Talent, irgendwie einen Weg zu finden, diese Reichweite, die du aufgebaut hast auf TikTok, die jetzt nicht unbeachtlich ist, aber in Relation einfach nicht so viel wert wie auf anderen Plattformen, das irgendwie die Transition zu schaffen. Ja, und so, und da gibt es, muss ich sagen, wenige Beispiele, die das richtig gut geschafft haben. Ja. Ich würde sagen, wer es gut hingekriegt hat, ist Sofodorf. Ja. Ein Adi Totoro hat super hingekriegt. Auf jeden Fall. Der Adi ist ja sogar krank auf TikTok gewesen. Der hat super clean gemacht. Ja, safe. Der hat das super clean gemacht. Safe. Der ist ja immer noch krass auf TikTok. Ja, safe. Ich sehe das auch ab und zu. Bei dir ist es so ein bisschen, ich glaube, du hast den schlauen Weg gemacht, über TikTok so in die Szene reingekommen, dann gut connected und auf Basis dessen nochmal in dieses Twitch-Ding dann reingegrätscht. Genau. Einfach so grundsolide hingelegt. Sondern es gibt aber auch einfach viele, die daran scheitern. So, das ist halt immer diese ganze Illusion, die man von den ganzen Social Media Sachen hat. Man sieht immer diese kleine Menge an erfolgreichen Leuten und denkt sich, oh, die verdienen sich alle die Rosette grün. Ja, ja. So, aber die auf den Gesamtmarkt gesehen sind es immer 0, schieß mich tot Prozent.
Ja, da gehören auch Moves dazu. Und auch, da muss man auch sagen, es gehört halt auch einfach Glück dazu, so weißt du? Natürlich, klar. Wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal so ein Video poste, so auf dem Parkplatz bei so weißt du, ich esse mein Sandwich da und gehe ein Video posten, weißt du? Ja. So, nee, und das geht dann halt viral. Du bist ja nicht aufgestanden, hast du gesagt, guck mal, ich werde jetzt, genau, das ich war mach ja, jetzt heute einen TikTok, genau, und fang damit an. Ich habe niemals gedacht, dass ich irgendwie sowas machen werde. Also Social Media allgemein war komplett, nie für dich so, war dass nie du so sagst, nie in meinem Kopf, nie. Aber hast du es selber großartig konsumiert? Ja, natürlich. Ich habe immer, also YouTube und so war ich voll aktiv. Twitch habe ich nie geschaut, noch nie geguckt gehabt. Ach krass. Vorher nie geguckt. Ja. Also ich bin komplett nur so auf YouTube gewesen, habe immer so meine Lieblings-YouTuber geguckt. Aber das war bei mir auch so, bevor ich Twitch angefangen habe, Twitch war ja das Erste, was bei mir so ein bisschen erfolgreicher war. Ja? Genau. Und da habe ich, ich habe damals über Simon Unge, ich war ja eher so in Communities unterwegs. Ah, Legende für mich gewesen. Genau, wow. Und über Simon Unge habe ich damals Kevin kennengelernt, also Papa Platte. Ja. So, und da wusste ich halt nicht, dass es so Twitch-Streamer only gibt. Ach krass. So, das war aber noch, da war Twitch doch gar nicht so das große ja. Thema. Und Kevin war da ja schon einer der Pioniere, der nur Twitch gemacht hat und sonst nichts anderes. Ich kannte ihn halt auch nur von diesen Clips und so, das weiß ich, aber ja. Ich war halt nie so in Twitch drin. So, deswegen. Das ist ey, das ist jetzt auch schon, ich glaube, das war 2016 oder so, Ende 2016, ewig her. So, und da hat dann, ja, ist dann Twitch für mich so auf den Schirm gekommen, okay, du kannst auch nur Twitch machen. Ja. Ich probiere das aus. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr später habe ich dann mit Twitch angefangen. Der Bilal meinte sogar zu mir, du hast sogar krasse Zahlen, ne? Zeitweise. Da hast du so zeitweise richtig krasse Zahlen sogar, da muss man auch einen Hut vorziehen. Also, das ja, habe ich in meinem Podcast selber nie krass thematisiert, aber es gab so die Zeit 2019 im Dreh, wo ich dann auch viel mit Monte gemacht habe, wo ich viel mit Kevin gemacht habe, wo auch so, da war eigentlich so Nintendo Switch Primetime. Boah, so. Wahnsinn. War ja überwiegend eigentlich Nintendo-Streamer. Boah, dann ist halt super für dich, ne? So, und da war ich dann, bin ich dann in diese Mario Kart-Gruppe von Monte halt reingekommen dass wir da halt viel gemacht haben und Monte hat auch viel supported und viel, viel Push gegeben. Mhm. Ich glaube, das war auch immer dann mein Vorteil, dass ich halt die Leute auch einfach kannte, weißt du? So, ich war immer so eigentlich well connected. Und daraus ist es dann entstanden, ja, habe ich auch teilweise Streams angemacht, instant 1000 Leute da gewesen. Krank. Das war dann aber auch so, ich war ja mit Toni, Nebelnik und ich. Reef meinst du? Ja, Reef, okay, genau. Ja. Haben damals diese Wave angefangen mit Jungs-WG gucken. Ah, und dann kam krass. Ja so, da kam ja Amar. Und dann hat so jeder angefangen zu gucken, so. Genau, ja, ja. Ja, und dann, das ist relativ groß gegangen ja. zu der Zeit. Und ich glaube, das war dann so meine Peak-Time auf Twitch, wo es dann richtig, richtig wurde. Wie hat es da so zahlentechnisch reingeknallt? Weißt du jetzt, was ich so average hatte? Ja. Boah, 1-1-2. Das war so, aber zu 2019-Zeit. Ne? Das ist war halt schon, da, genau, das war genau, schon krass. Ja, das also auch an jetzt heute noch wäre. Und da, also guck mal, das war so eine Zeit. Und das ist genau, das ist die große Lehre, die ich draus gezogen habe. Ja, das ist die, ihr müsst halt wirklich, wenn bei euch läuft, ihr dürft nicht aufhören. Ihr müsst immer weitermachen. Nee. Und bei mir kam dann halt so eine Phase, wo es dann so ein bisschen stagniert. Und Kevin hatte mal was sehr Schlaues dazu gesagt. Kevin hat mal gesagt, dein neuer Durchschnitt ist immer dein neues Null. Also checkst du, wenn du jetzt 1200 das, Viewer hast, ich das ist dein also, neues Null. Das fühle ich ja geisteskrank. Und das alles, ist ja was zu krass. Alles, was drunter fällt, ist Rückschritt. Das ist also Rito ein guter, also guter Satz, ernst. Ja, und dann war ich halt an dem Punkt, okay, ich habe jetzt diese 1000 Average. Ja. So. Und dann geht mal ein Stream da drunter, geht dir direkt auf die Laune. Ja, genau. Und dann merkst du, wie zahlenkrank du eigentlich das bist. Das ist auch, weil das genau das, also das ist so dieses völlig eigentlich so Dumme, weißt du, ja. was ich meine? Weil zum Beispiel, ich habe ja auch so Streams gehabt mit 20, 30 Zuschauern, weißt du, was ja auch vieles, logisch, ne? Also, ey, es sind, guck mal, man muss sich mal vorstellen, es sind 20, 30 Leute, die sich aktiv so die Zeit nehmen, so die sich Zeit nehmen, um dir zuzuschauen. Genau, die wollen dir zuhören. Ist. So, genau. Was heftig ist. Und du sitzt da vor 20, 30 Leuten und du unterhältst. Ich habe da mit dem Omet zum Beispiel Win-Challenges bis in die wir haben Omet. Bis in die Nacht Win-Challenges gemacht. Glaubst du mir ehrlich zusammen? Vor 30 Zuschauern, 3 Uhr, 4 Uhr nachts, war uns aber egal. Omet, größte Legende. Es war zu, ja, auf ey, Omet mit, also locker, einer der, locker in meiner Top 5 von Leuten, die ich kennengelernt bei habe. Bei Omet muss ich sagen, ich war richtig positiv überrascht, als ich den kennengelernt habe. Ist ein sehr, 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 ich sehr Ich habe ihn tatsächlich in erster Linie für einen Assi gehalten. Nee, also Omet, das ist das komplette Gegenteil. Das ist einer der nettesten Menschen ja, überhaupt. Ja, auch was Support und so angeht, der, das ist der so auch, krass. Der ist auch, weißt du, da kommt man so auf den Events, kommt man so auf süß. Henke, Bruder, wie geht's dir? Ja, alles wie geht's gut? Dir? Alles gut. Genau, ja, erstens, also, Omet, also nur Liebe vor Omet. So, ich hatte den direkt, als ich den das erste Mal so face-to-face so getroffen habe, ich hatte den direkt ins Herz geschlossen. Bester so Mann, ein, auf jeden so Fall. Ein lieber Typ. Ich kenne ihn auch nicht wahnsinnig gut, wir haben ihn so auch noch nicht so häufig unterhalten. Ist jemand, der auf jeden Fall mit dir viben würde, 100%. Ja, safe, er kann safe, auch safe. Mit dir, der könnte sich jetzt hier hinsetzen und 2-3 Stunden mit dir locker reden, locker, locker. Das feiere ich halt, also den mag ich schon sehr gerne. Weil ihr ja auch irgendwie so eine eigene Truppe seid. Ja, safe. Das ist ja so geil bei Twitch oder bei diesem Social-Media-Ding, dass es so diese verschiedenen Bubbles gibt. Ja, ja. Aber das
wo ich habe irgendwie so für mich die Mission, ich finde es geil, wenn sich das alles ein bisschen mehr so zusammenrückt, wenn sich alle mehr zusammentun. Deswegen ist es ja bei mir so, ich habe ja zum Beispiel, ich bin ja mit Sid und so gut, gleichzeitig genau. Aber bin ich auch mit Philo gut, so weißt du, so yeah, das ist ja full. Zwei Bubbeln, die sich so, weißt du, so mäßig. Ja, das ist diese. Ja, das ist so, Philo ist ja, das ist ja unsere Köln-Truppe genau, quasi. Genau, das ist eure Köln-Truppe, so die Papa-Platte-Bubble, sagt man ja, ja so groß ist, gesagt. Ja, ne? Ist ja so, ist ja so. Er labelt das ja genau, quasi so ein bisschen. Mäßig, ja. Oder wir werden da durch ihn halt so gelabelt, aber weil er auch ein bisschen für uns uns alle halt positiv beeinflusst hat. Ne? Er ist so ein bisschen super. Zugpferd gewesen halt für das uns alle. Und hat uns allen viel weitergeholfen auf unseren Wegen und auf unseren Karrieren. Ja. Deswegen ist das so völlig fein. Auch, guck mal, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du so angequatscht bist und du kennst so, hast du mit Content Creators zu tun, die halt größer sind als ja. du, dass Leute halt zu dir sagen, ey, ich kenne dich von dem und dem. Ja, also das war auf jeden Fall eine Zeit bei mir so, du musst dir ja vorstellen, ich hatte vielleicht 10.000 Abonnenten oder so. Ja. War ja dann mit Sidney zum Beispiel immer viel, weil wir haben uns einfach gut verstanden so und auch Shoutouts an Sid, er wird es wahrscheinlich sehen, wie gesagt, also wirklich nur Liebe für Sid. Doch klar, Sidney, guckt. Ich Sidney weiß, muss hoffe, auch mal in die Corner kommen, Alter. Ey, wirklich, hoffentlich, also nur Liebe für Sid. Ich glaube, er hätte Bock, ich muss ihn mal fragen. Kannst ihn safe mal fragen, also er hat auch viel zu erzählen und nur Liebe für Sid, weil er weiß selber, er hat also auf jeden Fall auch viel für mich getan, das ist auf ja. Also will ich gar nicht ausschlagen oder so. Wir waren da ja zusammen, haben uns immer gut verstanden, so was Musik anging und allgemein so Themen. Auch durch Space ist halt logisch, wir waren da bis tief in die Nacht und so. Und dann war es halt einfach so, dass ich irgendwann mal nach Berlin bin, ne? Mit kein Konzept, ja. Devin. Bin ich oh nach Berlin. Mein Gott, stimmt. Devin stimmt, war mein erster Cutter. Devin immer unterwegs, war ja. mein erster Cutter und bin ich auch also bis heute so dankbar, weil er hat immer meine Videos geschnitten auch so. Und ja, mir immer geholfen. Maschine, Digga. Bester Mann. Hat dann irgendwann einen Job gehabt und hat keine Zeit mehr, so ist auch völlig fein, so weißt du. Ja. Aber immer viel Liebe für Devin. Und wir sind dann irgendwann nach Berlin, weil wir wollten so ein Video drehen. Wie schmeckt den Leuten Vita-Welt? Weil da war das komplett neu, frisch. Wir ja. sind in Berlin gewesen und wir haben so Foto auch aufgenommen, aber es gab es da nirgendwo. Es gab nirgendwo Vita-Welt. Ich schreibe mal so Sidney, ich so, ey yo, so und so. Sagt Sidney so, ja, wo seid ihr gerade? Ich so, ja, wir sind gerade ein Döner essen. Er so, ja, bring mir einen mit, komm zu mir. Ich war so, okay, krass. So, weißt du, weil Sidney und ich, wir kannten uns gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass er mich so zu sich einlädt, so weißt ja. du. Dann waren wir bei ihm und so, und dann sagte er, hey, wir gehen heute Abend feiern. Und ich war da, weißt du, ich war nicht so auf feiern, ich war da schon so, weißt du. Ja. Wir gehen da so feiern und da habe ich auch schon so gemerkt, es hat so auf jeden Fall so besser so freundschaftlich so, weißt du. Ja. Geistkranker Abend gewesen. Ja, nächster ich. Tag liegst du da komplett Knockout und so und da kam dann halt auf jeden Fall so ein bisschen so dieser Kontakt so zu Sid und so und dafür und dann sind wir Frauenfeld gewesen, die Vlogs und da waren so die ersten Videos, wo ich so, wow, Alter, krass, das hat richtig reingeknallt, so von Views zu so 20.000, 30.000 Aufrufe, das war boah, krank für mich. Das ist ehrlich krass. Und auch so Stories und so mit Sid zusammen, weißt du, und auch mit Rohat, das ist, also den Jungs bin ich da auf immer und ewig dankbar, dass die mich da auch so aufgenommen haben, weißt du, weil nicht jeder, so weißt du. Ja, voll, ja, natürlich, aber ich glaube, du kommst mittlerweile gar nicht mehr drum rum, dass man irgendwie entdeckt wird, weil es ja, ist ja immer das dieses ist alles Gelaber durch Vitamin so, B, ja. Es ist immer dieses Gelaber, ja, hochgeblasen. Das war ja, genau, das war damals, so, hatte ich so krank Probleme damit, weil ja, ja. du musst dir vorstellen, alle haben halt so, ja, ich kenne den von Sid, ist ja völlig fein, ist ja auch legitim so zu der Zeit ja. gewesen, so weißt du, aber das Problem ist ja halt zum Beispiel, die Leute wissen ja nicht, was im Hintergrund abgeht, so. Die checken die Dynamik nicht. Wenn nee. Du halt so, zum Beispiel Sid fragt, also das ist eigentlich in sehr, sehr vielen Fällen so auch für Leute, die halt so immer sagen, ey, hochgelutscht. Ja, also ja. es ist so zum Beispiel, Sid fragt so, ey, hast du Bock so das und das zu machen oder so. Frauenfeld zum Beispiel oder ja. Rolling Loud Portugal oder so oder so Sachen, weißt du. Er fragt mich ja oder wir machen das so mäßig zusammen aus, weißt du, was ich meine? So. Ja, klar. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, hochgelutscht und was weiß ich. Dann ist es irgendwann so schon krank in deinem Kopf, dass wenn du dann mal so live bist mit ihm. Ich habe ja wegen so solchen Kommentaren so teilweise, also ich habe gab eine Phase, da habe ich ein halbes Jahr nichts mit Kevin gemacht ist, on-stream. Genau, und das ist so wegen krank. Solchen Sachen, ja. weil ich nicht dieses haben wollte. Jetzt habe ich mittlerweile hab ich eine andere Denke drüber, ja, weißt du? Ja, auf jeden mittlerweile Fall. Bin ich so an dem Punkt, so, da bin ich voll d'accord mit, dass Leute halt sagen, ey, ich kenne dich durch Powerplatte. Ja, ist ja fein, weil ja. es ist halt so. Es ist ja, du musst es ist, ich kann ja nichts so. Dagegen machen. Es ist ja auch Quatsch, irgendwie so runterzureden und er hat mir auch viel ermöglicht. Ja, auf jeden Fall. So, und sich dann irgendwie davor so zu leugnen und zu sagen. Und sich dadurch zu, ja. da muss man auch das Ego beiseite legen. Ja, checkst genau, du? Genau. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile, ich habe so gar kein, bei sowas gar kein Ego mehr. Ja, ist also früher so war das schlimm, geworden. Da hat mich das richtig abgefuckt so mit den Kommentaren und so, muss check ich sagen. Weil ich habe ja auch selber viel so selber gemacht, weißt du, und das ja. kreditiert dann einen so selber, wenn man da so daily streamt und dann halt immer nur Leute kennen, ach, der von Eli, der von so, weißt du. Ja. Aber gut, durch Vitamin B ist das halt heutzutage so, du wächst halt so mäßig, weißt du. Mhm. Ja, so kam das dann mit Sid und so und dann habe ich auch das erste Mal so Eli getroffen bei dem Box-Event oder so. Ich war ja, also ich habe ja die Jungs auch extrem welches gefeiert. Welches Box-Event war das? Das war Mickey Trimax-Event, bin ich unten gewesen bei ach, Eli. Da schon? Ja. Haben wir es da schon gesehen? Ja, ne? Das weiß ich gar nicht tatsächlich, kann sein, ich weiß aber nicht, das war ja riesig, da war ja jeder, nee, weiß ja. Pass auf.
ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten uns gesehen, ich war mir aber nicht sicher, ob du das bist. Und dann hatten wir im Nachhinein auf Twitter geschrieben, Bruder, warst du das, das und so? Das, wo war das? Box-Event. Ja, achso, ja, okay, dann war es da okay. Da haben wir im Nachhinein noch geschrieben, okay, aber wir haben, nicht, wir haben da nicht gequatscht. Doch, kann sein, tatsächlich. Weil ja, ich habe mich tatsächlich komisch, ich weiß nicht warum, ich habe mich nicht getraut, dich anzulabern. Ich habe so gesagt, so, ich habe dich gesehen, ich dachte so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ist er das jetzt oder ist das nicht. Hat er mich auf dem Schirm, wäre jetzt cringe, wenn ich ihn jetzt anspreche, so, weißt du? Aber im Endeffekt, eigentlich mache ich das immer. Also ich weiß gar nicht, warum ich es da nicht gemacht habe. Nee, also, da kam halt so der erste Kontakt, auch durch viele so. Da, ja. Weißt du, wie das so war für mich? Ne? Ich war ganz, ganz oben in dieser Tribüne, so, weißt du, ganz oben so irgendwie hingesetzt, saß da alleine, habe einen Vlog gemacht. Und ich gucke da so nach unten, die sitzen da alle VIP, erste Reihe. Ich so, da, ja, ja, klar. Ich sag so für mich, so weißt du, ich habe das so gesehen. Ich so, also in einem Jahr musst du da sitzen. So, ja. Geht nicht anders. Du musst in einem Jahr da sitzen. Ja. Und habe mir immer so eine Motivation rausgeholt aus Events, so wo ich war. Habe mir immer so das angeschaut und so gesehen, alter krass, die sind immer noch über dir, immer noch über dir, immer noch über dir. Du musst weiter Gas geben, so weißt du. Ja. Du willst ja auch so auf eine Stufe kommen mit den Leuten. So. Das sind ja riesen Leute, so Monte, Eli und so, weißt du. Die sitzen da alle und so, du willst ja immer. Aber das kann auch voll giftig sein. Das ist, also ich sag auch immer noch bis jetzt, also für mich, wenn ich jetzt heutzutage denke, ist es immer noch Gift gerade in meinem Kopf. Ja. Aber es ist, ich will jetzt nicht sagen guter Gift so mäßig, aber es steigert, also es ist halt so mein Ehrgeiz, weißt du? Wenn du, es ist die Frage, was du draus ziehst. Wenn es dich antreibt und dich quasi voranbringt, dir Motivation gibt und sagt, ey, ich will da irgendwie mithalten können, ja, dann ist es gut. Wenn du das aber die ganze Zeit so in dich reinfrisst, dass du dich selber runterredest und sagst halt, ey, so, die, ich habe immer noch nichts gerissen, die sind immer noch viel weiter. Ja. Hätte ich dieses Links-Rechts-Gucken immer gehabt, weil, ich meine, du weißt ja auch, in welchen Kreisen ich so unterwegs bin. Ja, ja. So, um mich rum sind nur erfolgreiche Content-Creator. Ich wäre irgendwann beknackt geworden. Safe. So, ja, deswegen ich musste ich quasi so irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, genau, okay, scheiß jetzt mal komplett drauf. Ja. Achte nur drauf, was du selber machst. Das war zum Beispiel der Punkt, wo ich gesagt habe, fuck it, ich höre mit Twitch auf. Krass. Weil das auch so für dich so ein bisschen so... Ja, weil ich habe gemerkt, ich bin an einem Punkt, das ist, hier geht's nicht mehr weiter und ich habe zu wenig Leidenschaft dafür, um zu sagen oder um zu rechtfertigen, dass es jetzt auch Sinn macht, weiterzumachen. Sehr krass, ja. So, und dann habe ich halt gesagt, ja komm, scheiß drauf, schmeiß es weg. Und dann war es entweder für mich ganz aufhören, ja, was eigentlich nie die Option war, weil ich stand so häufig vor dem Punkt aufzuhören und dafür, machen wir uns vor, dafür stehe ich zu gut da, um jetzt aufzuhören, mache ich irgendwas anderes. Und dann habe ich Henkes Corner angefangen. So. Aber sehr geil. Also hat bisher irgendwie ganz gut funktioniert. Ist auch geil. Ich habe so das Video gesehen gehabt damals mit Schauf, mit Twitch sogar auf YouTube. Hat es gesehen gehabt. Ey, ich schwöre, das war... Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Vielleicht eher als eher dann die Leute, die so Social Media selber machen oder eine zeitweise gemacht haben. Und es ist ja für uns alle, wir machen das ja jetzt nicht, weil wir... oder aus dem Spaß heraus und wollen natürlich dann auch irgendwie Erfolge erzielen und irgendwie vorankommen. Du machst ja nichts aus, oder du kannst das als Hobby machen und ohne irgendwie Erfolgsideen dahinter, aber es ist natürlich schöner, ein Hobby anzufangen und einen Progress zu sehen. Ja. So, und dann war ich dann aber so an dem, ich glaube, da kann jeder das dann nachvollziehen, dass man sich so sagt, okay, dieser Traum, der mein Traum war, irgendwie davon gut leben zu können, for living zu machen, mit Twitch und Videospielen, das war einfach nicht mehr so da. So, das muss man sich aber erstmal eingestehen, dass es dauert voll lange. So, und dann sich in einem Video hinzusetzen und jetzt den Cut zu machen, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Hart, ne? Das ist ultra komisch gewesen, hat sich ultra komisch angefühlt. Ja. Und ich sagte, ab meinem letzten Stream, seitdem habe ich nie wieder ein Videospiel angemacht. Echt? Ich zock gar nicht mehr. Krass. Also wenn dann nur so einzelne Sachen, weißt du, das ist mal irgendwie nur so eine Runde FIFA bei wem spielen. Ja, ne? Okay, aber nicht, ja, dass ich mich so jetzt privat Abend zu Hause so, ja. Es ist jetzt nicht, dass ich so morgens aufstehe und sage, boah, wenn ich heute Feierabend mache, dann zocke ich erstmal eine Runde. Krass. Gar nicht. Überhaupt komplett nicht. Ausgestorben. So ist weg, krass. Ist weg. Ja, so, gut, ich hab Konsolen, ich hab das ganze Equipment dafür. Aber kein Bock. Oder das verstaubt alles bei aber mir. Aber bei mir ist genau, ich zocke auch nichts mehr. So, ne? Das ist halt krass. Es ist halt so, ja. Weil ich habe in meiner Jugendzeit habe ich sau viel vom Rechner verbracht, habe voll viel gedaddelt. Same. So, und jetzt bin ich aber so in meinen fortgeschrittenen mit 20ern, sagen wir mal so, und habe übel viel Jugend einfach nachgeholt, weißt du? Ja. Die Zeit, die ich nicht draußen war, irgendwie auf Partys war oder so, das mache ich jetzt alles. So, bin jetzt viel draußen, bin jetzt viel unterwegs und ich fand es auch immer irgendwie reizvoller, statt den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Und da muss man auch wirklich der Typ für sein, especially wenn du jetzt beispielsweise auf Madeira rumhängst, da sind ja nicht viele, sind ja jetzt nicht viele Deutsche, da musst du der Typ für sein, zu sagen, okay, ich kann jetzt auch gut und gerne mal 2-3 Wochen komplett alleine verbringen und einfach durcharbeiten. Kann ich aber nicht, ich werde dann irgendwann beknackt, so nach 3-4 Tagen alleine arbeiten, habe ich jetzt wieder gemerkt,
ich muss irgendwann vor die Tür. Muss irgendwas machen, muss irgendwen sehen. Ja, auch ein bisschen so Social, ja. Ey, ich bin von so einem Einzelgänger zu so einer richtigen Social-Maus geworden. Aber ist gut so. Ist ja gesünder ist, auch für dich. Ja, ist auf jeden Fall gesund. Und es ist einfach was, was ich brauche. Und es ist, glaube ich, ein Ausgleich, den jeder sich suchen muss, in irgendeiner Art und Weise. Für den einen ist es Sport, für den anderen ist es, was weiß ich, irgendwie ein Buch lesen. Ja. Ich muss irgendwie rausgehen und mit Leuten labern. Fühle ich aber. Das ist auch eine goldene Regel bei mir. Work-Life-Balance. Ich stream 5-mal die Woche. An einem Mittwoch, also ja, unterschiedlich, 2-mal die Woche, nehme ich mir einen Tag für Freunde, Familie. Das ist einfach meiner Meinung nach so essentiell, auch für mich, um weiterzukommen als Mensch, um weiterzukommen, auch auf Twitch beispielsweise. Weil stell dir vor, ich streame jetzt jeden Tag. Ja. Dann leidet die Qualität. Das ist so. Klar. Dann leidet die Qualität, dann leide ich darunter. Und ich kann da nicht jeden Tag da sitzen und lachen und glücklich sein und 100% geben, weil man braucht einfach so dieses, so, aber, weißt du? Aber du siehst doch auch diese akuten Fälle, wo jetzt gerade in, das ist so Herbst letzten Jahres, ist es ja richtig geclasht, dass viele Streamer gesagt haben, okay, ich mache jetzt eine Pause. Ja. Oder es kommt ja sowieso häufiger vor in den letzten Jahren, wo es so Langzeitstreamer oder Streamer, die über konstant eine längere Zeit jetzt unterwegs sind, sagen, ey, ich mache jetzt eine Pause. Weil die Leute von außen unterschätzen es total, was wir machen. Da habe ich auch mit Soft schon drüber geredet in der Folge. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Hier oben ist das I. ist das Video verlinkt. Da haben wir auch drüber gesprochen. Klar sind wir nicht systemrelevant. So. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir auch. Wir arbeiten einen super privilegierten Beruf. 100%, auf jeden Fall. Aber man kann ja nicht sagen, dass wir nichts machen. So. Also, wenn mir jemand sagt, du machst nichts, du hast nur Glück gehabt, du hast dich so hochgelutscht, du weißt du, dich kann aber ja jemand... Glück gehabt, bestimmt. Auf jeden Fall, 100%. Bestimmt. Aber dieses... Zum Beispiel, Kevin zum Beispiel, ich gebe dir jetzt mal... Ich mach's einfach Beispiel jetzt mit dir. Ja. Kevin hat dir eine Plattform gegeben. Ja. Okay. Wenn mir jetzt zum Beispiel jemand eine Plattform gibt, ne, dann reicht das nicht aus. Du musst ja auch was aus der Plattform machen. So, eben, weißt du? Eben, genau. Und zum Beispiel, natürlich ist es cool gewesen, dass so Sid, Eli und so das was mit denen gemacht habe. So safe. 100% dankbar dafür. Aber es war mal irgendwann so, ich habe gemerkt, ey, das bringt mir einfach nichts, wenn ich nicht selber so was draus mache. Weißt du, was ich meine? Nee, richtig. Und es ist dann halt irgendwann so gekommen, dass ich ja so, ich habe ja immer gestreamt. Ich hatte mal eine Zeit lang durch Multiversus war, das kennst du vielleicht noch von mir. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Doch, das hast du mir damals gezeigt. Genau, ja, da hatte ich so 600 Zuschauer, ich war komplett baff. So, das war ja für mich so geistkrank gewesen. Ich hatte ja vorher immer so 50, 100, mal 200, mal 300, auch mal einmal 500, so habe ich mit Roat gezockt, weißt du. Dann auf einmal wieder so von 600 auf einmal, bam, 30. Und damit musst du klarkommen, so, weil es ist einfach auch so, so ist das Leben, es ist so, fertig. Und irgendwann dann jetzt, letztes Jahr im Januar, habe ich gesagt, Daniel, weißt du was, es wird jetzt Zeit, du musst jetzt auseinandernehmen. Ein Jahr brauchst du. Ja. Ein gutes Jahr bringt dich einfach so weit nach vorne, weil das letzte Jahr hat mich von hier nach hier gebracht, für mich persönlich, auf Twitch und sonstigem. Ja. Weil du musst dir ja vorstellen, ich habe im Januar angefangen, mir den Arsch aufzureißen. Ich habe vorher schon immer so, du musst dir vorstellen, ich habe nie Twitch geguckt. Weißt du, was ich dann angefangen habe zu machen? Ich bin abends auf Twitch gegangen und habe mir jeden Streamer angeguckt und geschaut, was macht der? Was, genau. Wie streamt der? Ja. Was macht der? Ich bin zu Ami-Streamern gegangen, die vielleicht nicht so viele kennen. Blackboy, Max, Yusuf, das sind Namen, die sagen dir vielleicht nichts. Das war aber so eine Bubble, die ich einfach gefühlt habe. Ja. Die labern, die sitzen da, Just Chatting, machen Formate mit den Zuschauern. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir, Alter, geisteskrank. Wie funktionieren die? Genau. Wie funktionieren die? Was machen die? Was hat der in seinem Bild? Das gleiche mache ich auch. Und das ist das Beste, was ihr machen könnt. Schaut links und rechts, was abgeht. So, und jetzt beispielsweise für mich, für das Podcasting. Ich schaue in andere Podcasts rein, especially in so... In so Interview-Podcasts. Ja, genau. So, und schau, wie die anderen so arbeiten. Machen, ja. Beispielsweise Matze Hirscher, Hotel Matze, einer der erfolgreichsten Interview-Podcasts in Deutschland. Ja. Wie der quasi das arbeitet. So Aufbau, und dann nimmst du dir deine so einzelne Sachen raus oder versuchst und so einen analytischen Weg anzugehen. Aber haust noch so deinen eigenen Touch rein. Ja, genau, genau. Das ist zum Beispiel so kleine Nuancen, wo du sagst, okay, der macht das so mache ich es nicht. Genau. Ich probiere das aus. Genau. So. Und dann findest du selber irgendwie deinen Weg. Es ist ja quasi rausfinden, inspirieren lassen und dann irgendwie dein eigenes Ding draus drehen. Ja. Und ich glaube, so entsteht dann auch dieser Stil, der quasi Henkes Corner dann so ein bisschen ausmacht. Es ist ein ultra lockeres Format. Wir sitzen hier in irgendwelchen Campingstühlen draußen rum. So. Aber es ist trotzdem noch ein Podcast. Ja. So, das ist irgendwie den Rahmen. Ich glaube, diesen USP-Rahmen habe ich mir schon selber gut gesetzt. Und jetzt schauen wir halt, wie man das Ganze noch auf immer ein besseres Level bringen kann. Ist auch gut so, man muss sich ja immer weiterentwickeln. Natürlich, ne? Klar, aber wir stehen noch total am Anfang. Ich sag mal, jetzt, seit wann sind wir unter Funk, Shorty? Seit 3 Monaten? Ich glaube, seit 3 Monaten.
Seit drei Monaten kam die Pressemitteilung für Funk. Sehr geil, aber. So, und das ist ja so. Allein, dass das passiert, ist für mich schon so verrückt. Ja. In so einer kurzen Zeit. Ich habe das Format ja ohne Funk gestartet. Und dann nach einem halben Jahr, dass es dann so kommt, ja, wir würden das gerne bei uns im Netzwerk haben. Ist ein riesiges, also krasses safe. Privileg, das machen sehr, sehr zu dürfen. Krass, so, dann auch wieder das ganze Ding Vollzeit zu machen. So, ich meine, wir waren an einem Punkt, kompletter Grind, ne? Ey, das ist krass. Ich habe nebenbei gearbeitet, Shorty hat auch nebenbei gearbeitet. Shorty hat das doch alles for free gemacht damals, krass. Doch, ne? So, und jetzt sitzen wir halt in der Corner und dürfen das beruflich machen. Und das ist halt, vielen Dank auch nochmal an euch. Danke an Funk, danke für die Chance, für alles. Dankeschön, es ist ganz, ganz krass, dass wir das hier so machen können. Ich freue mich auf das, was dann noch kommt. Freue mich auch natürlich, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen. Ja? Ja. Das freut mich sehr. Pass auf, wir kommen nämlich zum finalen Segment. Es gibt nämlich das sogenannte Cornerbuch, das ist ein Freundebuch. Ach krass. Das machen wir am Ende immer. Da darf jeder rein. Okay. So, und da habe ich hier so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja. Und die gehen wir jetzt alle durch. Bist du ready? Hau raus. Name Daniel. Ja. Hast du einen Spitznamen? Danny? Nee. Slump nenne ich mal. Slump. So Kollegen, so Mannschaft. Ist das von Ski Mask? Ja, von Ski Mask. Hab das Gott weggenommen, weil ich religiös bin. Ja. Hab mich nicht wohlgefühlt damit. Slump. Fertig. Einfach Slump. Ja. Aber süß Daniel auch. Slump, ja. Muss immer an Schlumpf denken. Sagen viele. Wenn man dich auf der Straße sieht, wie quatscht man dich am besten an? Daniel. Was geht? Daniel. Yo, Daniel. Ey, was geht? Was geht, Daniel? Yo, Daniel, so. Ja, okay, check ich. Wann hast du Geburtstag, Bruder? 29.03.02. Du bist 02? Ich bin 21. Wir kommen wieder in die Theorie. Ich rechne in Fußball-WMs. 2002, welche WM war es? Südkorea, Japan. Weltmeister Brasilien. 2006, Weltmeister Italien. Italien, in Deutschland, ja. Ja, in Deutschland. Bruder, da warst du 4 Jahre alt. Weißt du, wie alt ich da war? 2006? 10. Geisteskrank. Bruder, ich bin 96er Baujahr. Das ist krass, ne? Shorty auch. Shorty ist 7 Tage jünger als ich. Ach, krass. Ja, ey, komplett heftig. Was war es nochmal? Was war für ein Monat nochmal? März. März, ja. Da hast du ja bald. Ja. Das ist, sag's ich. Nee, Stier kommt danach. Widder. Ist das schon Widder? Ja, du wärst niemals drauf gekommen. Nee, ich bin 10.4., ich bin auch Widder. Ach so? Ja. Ja, top. Digga, da fängt schon Widder. Digga, ja, 19, doch, kommt hin, ja klar. Heftig. Was ist deine Lieblingsbeleidigung, Bruder? Gibt's viele, ne? Ja, gibt's viele gute, oder? Ja, also was ich gerne sage, was halt so ein Ding ist, wo sich auch niemand beleidigt fühlt. Ja. Dummer Wichser. So geil. Das ist schön, dass du das hier alles sagst. Das ist super. Ne? Dummer Wichser, den dummen Wichser haben wir noch nicht drin, das ist auch gut kombiniert. Sehr geil, ne? Ja, dumm, es ist dummer erstmal, Wichser. Du bist dumm, weil dann ist, noch ein Wichser. Das ist halt so eine Beleidigung, da kann sich niemand irgendwie in seiner Ehre auch so, zum nee, Beispiel, nee, gibt's ja das schlimmere einfach, Beleidigungen. Das ist, ja, ja, stimmt. Genau, ja. So. Hast recht. Hast du ein geheimes Talent? Leider nein. Bruder, du bist ein stabiler Kicker. Früher habe ich gekickt, aber. Bruder, so, ich habe gesehen Videos, du bist ein stabiler Kicker. Früher habe ich gut gekickt, so mäßig, aber jetzt nicht mehr. Aber war das mal eine Ambition? Dass du vielleicht gesagt hast, möglicherweise mal Profifußball? Ich war ja beim Stützpunkt in der Regionalauswahl. Ich war sogar mal bei FSV Frankfurt im Probetraining und so. Ach krass. Also ich war da so richtig, ich hatte, also Fußball, für die TSG Wisse kennen, es war auch so ein, also die Leute, die kicken, die wissen. Hab da auch in Tirol und wir haben gegen Mainz, Kaiserslautern, gegen so eine Mannschaft. Du warst richtig unterwegs. Es hat unnormal Bock gemacht damals, aber ich habe halt. Irgendwann hat es halt nicht mehr gereicht, muss man sich auch eingestehen. Yeah. Und dann habe ich halt mit Freunden gekickt, so, weißt du. Aber dann merkt man, wie krass eigentlich so, also wie krass da so wegrationiert wird, ja, ne? Ja, natürlich, das geht zack, 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 zack. Das der ist so, da musst du richtig, da musst du so krank mithalten und manchmal Fall. Ist das wahrscheinlich einfach gar nicht möglich. Was war dir mal richtig unangenehm? Eine unangenehme Situation aus deinem Leben? Boah, unangenehme Situation aus meinem Leben ist, also das Ding ist bei mir, ich mache alles, was unangenehm ist, unangenehmer. Weil es ist einfach geil. Das ist so ein, Fetisch von mir irgendwie. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, das allererste Mal, wo ich. Also, es war mir unangenehm. Ich weiß nicht so. Ich weiß so, man muss warm werden mit den Leuten. Ja. Es war, glaube ich, so, als ich mit. Erstes Mal so mit Eli gequatscht habe. Ehrlich? Mhm. Es war so ein bisschen so. Ich war halt nervös, sag ich ehrlich so. Okay, kann ich okay, sagen. Okay. Also ich habe mit Eli nie richtig zu tun gehabt, aber ich glaube, so wie ich ihn einschätze, so als Charakter, man muss erst ein bisschen mit ihm warm werden. Du musst mit ihm warm werden, aber wenn du mit ihm warm bist, also auch ein super, 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 super Typ. Ja, das höre ich nämlich immer von so vielen Stellen so und das ist ein super Typ. Ich habe aber nie großartig mit dem gequatscht. Vielleicht kommt er auch mal in die Da Corner. Kann ich dir das auch eine Story erzählen, das ist, also da merkst du einfach, der hat das Herz am rechten Fleck. Kannst du die hier erzählen? Ja. Ja, erzähl. Ich hatte ja mal so einen TikTok-Clip, das ist jetzt auch erst vielleicht 2 Wochen her, ja. Gesagt, so, man fühlt sich irgendwie nicht so in der Bubble so richtig drinne, weil man nicht so viel mit anderen Streamern macht, habe ich ja. so gesagt, weißt du, okay. so
ist ein bisschen schade, so man, weil ich mache jeden Stream, ich stream gefühlt nur alleine, so, weißt du? Mhm. Und der Eli hatte mich vorher aber immer so manchmal in der Among Us eingeladen gehabt, weil er macht ja seine Runden da, was ich auch übertrieben schätze. Habe ich in dem Moment natürlich vergessen, so. Ja. Aber am selben Abend, wo dann der Clip auch ein bisschen viral ging, sag ich jetzt mal, es hat ja so 20.000 Likes oder so, schickt Eli mir das TikTok und hat mir vorher geschrieben, der schreibt mir um 3.30 Uhr, Among, hast du Bock heute Among zu zocken? Weil, ja, das jetzt, weil er das so gesehen hat, wie ich so alleine immer bin und so, weißt du, nicht so viel mit anderen zocke. Ach, krass, so, weißt, ja, du? Privat bin ich ja mit vielen so gut, mach auch gerne, ja, was mit denen, aber voll, so. Und das war auch für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, dicke Mensch gewesen von ihm, habe, ja, ich übertrieben gefeiert, so, weißt du? Mhm. Und auch an, so, an sich so Eli Geller Cup und so diese Einladung, sowas, es ist nicht selbstverständlich. Natürlich auch nicht. Auch was da alles an Organisation und so, auch von seinem Management das und so. Das ist immens. Wie der auch seine Freunde, wie der den allen hilft und der schaut auf jeden Fall immer, dass es auch seinen Leuten um sich herum gut geht, was ich übertrieben schätze und deswegen das so ist wichtig. Eli halt, ja. Das ist wichtig. Shoutouts Eli, Alter. Dicke Shoutouts an Eli, gute, auf jeden Fall. Gute Mann, gute auf jeden Mann. Fall. Hast du eine komische Angewohnheit? Hast du so Marotten? Keine Ahnung, was ich ich kau immer, wenn ich streame, auf einer Flasche rum, an so einem, an diesem Ding so außen. Dieses, kennst du das, wenn du, ja, so dieses, meinst du dieses Sicherungsding? Ja, genau. Da kau ich immer so dran, genau. Ehrlich? Immer. Während des Reactors kau die ganze Zeit dran. Das ist aber stark, das ist ein guter. Was findest du richtig scheiße? Boah, was finde ich, hä, was finde ich denn richtig scheiße? Boah, muss ich sagen? Ja. Wenn jemand nicht, nicht gerade ist. So ein bisschen. Dieses so Hinterrücken, dieses, oh, so, yeah, nicht straight sein, nicht, yeah, ehrlich sein, so dieses, mhm, mag ich irgendwie nicht. Nee. Okay, Unehrlichkeit. Ja. Unehrlichkeit. Wenn einer nicht gerade ist, ja, das schreiben wir so rein. Was magst du richtig gerne? Menschen, denen ich meine Probleme erzählen kann und weiß, keine Probleme. Also es ist auf jeden Fall, also es ist so kein Problem, dass ich denen erzähle. Das ist geil. Ja. Ja. Ich weiß, dass da so mäßig. Wichtig, so, wichtig. Ja. Pass auf, jetzt brauche ich von dir noch deinen Abischnitt. 2,5. 2,5 ist gut, oder? Ja, ist solide, okay, oder? Ja. Ich habe gar kein Abi. Echt? Nee, ich habe gar kein Abi. Würdest du schätzen, ich habe Abi? Bin ich so ein Abi-Typ? Nee, ja, doch. Aber so ein 2,8er-Schnitt, gechillt, ja, im Pausenhof und so. Ich wäre so ein Typ geraucht, für ein richtiges so. Scheiß-Abi. Ja, genau. Safe. So ein Ding. Ich brauche einen Song von dir. Lil TJ, Go In. Junge, das kam wie aus der Pistole geschossen. Hab ich. Normalerweise denken Lied alle immer ist mega. Ich bin 3 Jahre alt oder so und das ist jedes Jahr in meinen Top 5. Krass, okay, ja, dann packen wir das drauf und zum großen Finale brauche ich einmal eine Weisheit von dir. Eine Weisheit von mir? Mhm. Da fließen mir gerade so viele durch den Kopf, ich weiß nicht, welche gerade die beste ist, mhm, tatsächlich. Aber eine Weisheit von mir tatsächlich ist eigentlich, dass du, also eine Sache, die ich ganz kurzer Einwand zu diesem Links und Rechts gucken, ja, irgendwann reicht es, also mach irgendwann nur noch einen Schulterblick. Ja. Schau nach vorne, mach das, was du machst und versuch wirklich deinen Kreis zu sortieren. Versuch wirklich zu schauen, ey, das ist ein Kollege und das, mhm, ist ein Freund. Ein, ja, Kollege ist jemanden, ey, so, was geht ab? So, diese so, cool, man macht mal was mal so. Rumhängen, genau, oder? So. Ein Freund ist wirklich jemand, der bringt dich nach vorne, der pusht dich und der supportet dich, weißt du? Ja. Und wenn du etwas hast, wo du eine Leidenschaft drinne fühlst, dann ist es einfach wichtig, dass du so eine Leute um dich herum hast und diese Leidenschaft halt so auslebst und wirklich so das auch mit Spaß machst, weißt du, was ich meine? Weil es ist einfach so, dass du das machen musst, wo du sagst, ey, das ist meine Leidenschaft, ich ziehe das jetzt durch. Weil es gibt noch, also wir könnten hier noch 3 Stunden, ich kann dir noch so viel erzählen, das, ja, ist geistkrank, wirklich, aber ich will nicht in den Rahmen springen. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal. Ich will nicht in den Rahmen springen. Wir sind auf jeden Fall durch mit deiner sehr, Folge, Bro. Sehr, sehr schade, ich sag dir ehrlich. Ja, es hat aber Spaß gemacht. Ich wollte noch so viel sagen, du glaubst gar nicht. Aber, ne, das können wir immer noch alles machen. Ey, machen gerne, wir im Sommer, wenn es dann ein bisschen wärmer ist. Hoffentlich. Ey, Bruder, Henke, ich küsse dein Herz. Danke, vielen Dank, dass du dabei warst. Ey. Auch Shoutouts an alle, die das sehen. Lasst ein Video, liken, Kommentar, ein Abo da. Ey, auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall auf allen Podcast-Plattformen. Ja, wir sind auf Spotify, Apple. Wir sind in den Mediatheken. Kannst du den Videopodcast, ach, schauen. Auf YouTube, überall. Also das, wenn du geil, jetzt Daniel Slump eingibst, ja, bei, ja, ZDF und so. Ja. ZDF-Mediathek. Ach, geil. Du bist da. Bam. Du bist da. Aber du bist auch schon in anderen Funkformaten gewesen. Ja, bei Paschat. Shoutouts. Weißt du, wie das Video heißt, circa? Ich habe bei Love Doctors mitgemacht von ihr. Ich habe bei vielen Sachen, auf ihren TikTok-Sketch-Kanal und so, alles. Gibt's da was auf YouTube? Ja, ja. Dann verlinken wir eins von diesen Videos jetzt hier, ja, für die Endcard. Hier kommt ihr zur letzten Folge von der Henkes Corner. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ja, so und so, bla bla bla, dies, das. Unter anderem könnt ihr auch Vorschläge reinschreiben, was als nächstes ins Cornerbuch rein soll, ja, welche Fragen wir hier stellen sollen. Oder wen ihr gerne mal in der Corner sehen würdet. Und bis dahin verbleiben wir so aus dem wunderbaren Koblenz, ja, bei wunderbarstem Wetter, einen schönen Schnee. Mit einer wunderbaren Location mit hier. Mit einer super Location. Ja. Macht's gut, Kinders. Haut rein. Lass euch gut gehen. Tschüssikowski. Ciao. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Ja.